Einen wunderschönen guten Morgen und ganz herzlich willkommen bei Morgentau zu Breaking News. So schön, dass du dabei bist am Livestream. Ihr alle hier im Saal und danke, Timmy, für den herrlichen Worship heute Morgen. Ja, ihr Lieben, heute kommt die letzte Lektion über das Leben Jesu im Gebet. Und der letzte Inhalt seiner Gebete, den wir heute uns anschauen, der beschäftigt sich mit dem sogenannten hohenpriesterlichen Gebet. Und das ist ein ganz, ganz besonderes Gebet. Es ist das längste Gebet von Jesus, was uns überliefert ist, was Johannes in seinem Evangelium im 17. Kapitel aufgeschrieben hat. Es ist ein ganzes Kapitel, ein Gebet von Jesus. Das findest du sonst nirgends in der ganzen Heiligen Schrift, nirgends irgendwo aufgeschrieben, aber hier in diesem Kapitel, Johannes 17, findest du es. Und das heißt, das hohepriesterliche Gebet, weil Jesus wie ein spiritueller Hohepriester für seine Freunde betet und sein Herz vor Gott ausschüttet und mit ihm redet über das, was ihm als Hohepriester wichtig ist, als einer, der zwischen Gott und den Menschen den Dienst tut. Und wenn ihr dieses Gebet euch anschaut, ich gebe euch mal ein paar Gedanken vorweg, das berührt einen von Anfang an. Und zwar verschiedene Dinge. Zunächst mal natürlich die Kommunikation mit seinem himmlischen Vater. Gebet ist ja Gespräch mit Gott. Und hier siehst du ein ganzes Kapitel lang, wie Jesus mit seinem Daddy im Himmel gesprochen hat im Gebet. Und was mir auffällt, ja, es ist so schön zu sehen, was er betet und warum er betet und wie er betet und was ihm dabei wichtig ist. Alles das findest du in diesem Kapitel. Und wenn wir Jesus besser kennenlernen wollen und sein Gebetsleben, müssen wir uns mit diesem Gebet auseinandersetzen. Und dann kommt in diesem Gebet eine große Überraschung. Also jedenfalls für mich. Ganz neu, ganz frisch, habe ich auch noch nicht so irgendwo gehört, aber ich habe es gelesen und gelesen und gelesen die letzten Tage. Und es überrascht einen wirklich. Du musst mal reinschauen. Es ist wie eine angenehme Unterhaltung zwischen Jesus und dem himmlischen Vater. So wie wenn wir eine angenehme Unterhaltung haben, so lief das Gebetsleben zwischen Jesus und seinem Daddy im Himmel ab. Wie eine angenehme Unterhaltung. Manchmal hört sich so an wie ein Plaudern. Ja? So am Mittagstisch, man sitzt zusammen und redet über die Dinge, die einem wichtig sind. Schüttet sein Herz aus und sagt, wie denkst du darüber? Und das bewegt jetzt mich. So ähnlich hört sich das an, wenn du es mehrmals hintereinander liegst. Es fällt auf, dass es eine total entspannte Atmosphäre ist, ein entspannter Gesprächsstil. Da wird nicht gepusht, da wird nicht Druck ausgeübt oder irgendwas, sondern es ist sehr, sehr angenehm, sehr inspirierend, sehr freundlich, sehr intim, sehr persönlich. Musst mal lesen. Und interessant, das Gebet geht ja so los, dass Jesus seine Augen erhebt. Also so, er wusste, ja, Gott wohnt in ihm, aber trotzdem erhebt er als ein Zeichen, dass er jetzt mit Gott, dem Vater, redet, seine Augen zum Himmel, aber er erhebt nicht seine Stimme. Das fand ich interessant, weil ich erhebe zum Beispiel ganz oft meine Stimme. Aber Jesus erhob seine Augen, aber nicht seine Stimme. Das fand ich sehr interessant. Also, es war eine sehr einfache Kommunikation, wie am Mittagstisch und ein Plaudern über das, was ihm wichtig ist. Jetzt müssen wir natürlich wissen, wann hat Jesus dieses hohepriesterliche Gebet gebetet? Du musst, wenn du den Johannes genau verfolgst, musst du sehen, im 13. Kapitel war schon das Abendmahl und danach kommt die ganze Passion, das Leiden. Das heißt, es war unmittelbar, bevor Jesus gefangen genommen worden ist, als er dieses Gebet gebetet hat. Das heißt, eigentlich müsste er total gespannt sein, unter Druck. Und das sehen wir ja auch später im Garten Gethsemane, als es um diese Dinge geht. Aber hier im Gespräch mit seinem Vater spürst du extreme Vertrautheit, eine ganz persönliche Atmosphäre, Freundschaft. Irgendwie, man spürt auch, die beiden verstehen sich. Der Vater und der Sohn, die verstehen sich. Es ist wie ein blindes Verständnis füreinander. So, das mal so als ein paar Vorbemerkungen. Und jetzt mal zu der Struktur dieses Gebetes in Johannes 17.
Da gibt es eigentlich drei Teile, wenn man das so liest und immer wieder liest, denkt man, ja, es sind eigentlich drei Teile, in die dieses Gebet aufgeteilt ist. Der erste Teil, da geht es um Jesus und den Vater inhaltlich. Ja, Jesus redet über sich und seinen Vater. Im zweiten Teil, da wird er schon sehr, sehr konkret in Bezug auf seine Jünger. Und da redet er mit Gott, dem Vater, über seine Jünger und er betet für sie. Er wird priesterlich tätig für sie. Und im dritten Teil, und jetzt wird es besonders spannend, da geht es um das Gebet für all die, die einmal an ihn glauben werden, die damals glaubten und die in Zukunft glauben werden. Mit anderen Worten hat Jesus da für dich und für mich gebetet. Wow, so jetzt wird es richtig spannend. Dieses hohe priesterliche Gebet hat was mit dir und mir zu tun, weil Jesus schon vor 2000 Jahren für uns gebetet hat. Das werden wir uns gleich anschauen. Gehen wir mal zum ersten Teil, zu Jesus und dem Vater. Das ist Vers 1 bis Vers 5, wenn du mitlesen willst. Und Jesus beginnt mit folgendem Satz. Er sagt, Papa, jetzt ist die Stunde da. Mit anderen Worten, alles, wofür er gelebt hat, alles konzentriert und konglomeriert sich auf diese Stunde, die jetzt vor ihm liegt. Und sagt, Daddy, du weißt es, jetzt kommt die Stunde, für die ich in diese Welt gekommen bin, nämlich die Menschheit zu erlösen. Das redet er ganz normal mit seinem Papa. Und was war ihm jetzt das Wichtigste in dieser Stunde? Das ist gleich im nächsten Teil. Das berührt mich. Das Allerwichtigste, das muss auch unser Wichtigstes sein in unserem Gebetsleben. Er sagt, verherrliche mich, damit ich dich verherrlichen kann in dieser schwersten Stunde meines Lebens. Mit anderen Worten, selbst am Kreuz, im Leiden, in den Schmerzen war Jesus das Allerwichtigste, dass sein Daddy im Himmel geliebt, verherrlicht, angebetet, groß gemacht wird. Ihr Lieben, dafür sind wir auch geschaffen, zur Anbetung unseres Gottes. Wir sind hier auf der Erde, um den Vater im Himmel zu verherrlichen mit unserem ganzen Leben. Nicht nur, wenn wir worshipen zusammen, sondern mit allem, was wir tun. Einer der größten Akte der Anbetung und der Verherrlichung von Gott, dem Vater, wenn du ins Johannesevangelium reinschaust, bei Jesus, war, dass er gehorsam war. Er verherrlichte den Vater, indem er in allem gehorsam war. Ja, sogar gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Und damit verherrlichst auch du Jesus. Damit verherrlichen wir Jesus, indem wir tun, was er uns sagt. Wir wollen, was er will. Und wir wollen das auch tun. Und dann sagt er zum Vater, du, Daddy, du hast mir Vollmacht gegeben über alles Fleisch. Und du hast mir diese Vollmacht gegeben, damit ich sie benutze, den Menschen, die du mir gegeben hast, ich kann sie mir nicht mal selber nehmen, du gibst mir die Menschen, um ihnen ewiges Leben zu geben. Und ihr Lieben, kein einziger Mensch ist zum Beispiel bei uns in unserer Kirche, der durch unser wunderbares evangelistisches Engagement, durch unsere smarte Power und durch unsere wahnsinnige, raffinierte Art und Weise, dass sie durch uns zum Glauben gekommen wären. Kein einziger, sondern die Menschen, die hier sind, auch dass du heute Morgen hier bist, so viele schon am frühen Morgen, dass du am Livestream bist, das ist ein Geschenk vom Himmel. Du bist ein Geschenk vom Vater selber. Jesus sagt, die Menschen, die jetzt mir glauben, die um mich rum sind, die hast du, Vater, mir gegeben. Er wusste, er hatte das Bewusstsein. Alle Menschen, für die er gebetet hat, auf die er Einfluss ausgeübt hat, wo er Vollmacht ausgeübt hat, auch zu heilen, zu befreien. Das waren alles Geschenke von Gott. Es ist so schön, dass wir das auch für uns ja, immer wieder neu sehen können. Alles, was an Gutem passiert, ist ein Geschenk von Gott. Vater im Himmel. Das ewige Leben, das ich ihnen geben kann, weil du mir Vollmacht gegeben hast, es ihnen zu geben, sagt Jesus. Dieses ewige Leben besteht darin, dich, Vater, zu erkennen und den du gesandt hast, Jesus Christus. Dieser weltbekannte Vers, ja, das ist das ewige Leben, dich, den einzig wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, zu erkennen. Johannes 17, Vers 3. Jesus sagt es mit seinem Vater im Gespräch. Er sagt, schau, ich habe das verstanden, ja, dich zu erkennen, den Messias zu erkennen, das ist, wenn ewiges Leben auf der Erde im Menschen beginnt. Ewiges Leben beginnt nicht erst in der Ewigkeit, sondern hier auf der Erde, in dem Moment, wo wir Gott, den Vater, erkennen und Jesus, den Messias, den Retter der Welt, ihn aufnehmen in unser Leben. In dem Moment beginnt in dir ewiges Leben zu pulsieren. Vielleicht können wir dein lautes Amen sagen.
Ja, in dem Moment pulsiert Gottes Leben, sein Zoe-Leben in dir. Ich habe dein Werk und deine Aufgabe auf Erden vollbracht, sagt Jesus, und habe dich dadurch verherrlicht. Da haben wir es wieder. Jesus sagt zu seinem Papa, guck mal, das ist mir klar geworden. Dich zu verherrlichen, dich anzubeten, dich groß zu machen, heißt, zu tun, was du mir sagst. Menschen zu lieben, Menschen zu dienen, Menschen zu Jesus zu führen, Menschen zu heilen, Menschen zu trösten. Das ist, was Gott den Vater verherrlicht. Was ihr meinem Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Okay, das werden wir nie vergessen. Und nun verherrliche du mich, Vater im Himmel, mit der himmlischen Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, als ich bei dir war. Gib mir all deine Strahlkraft, deine Hilfe, deine Power. Gib mir den Geist der Herrlichkeit, damit ich durch diese Zeit, die jetzt vor mir liegt, in dieser Stunde, dass ich durch diese Stunde durchkomme. Das ist das Gespräch. Sehr entspannt, sehr locker, nicht pushy, nicht wahnsinnig hier, den hier, sondern irgendwie so vertraut. Es ist so wie vielleicht bei einem Ehepaar. Man weiß Dinge, das ist ja auch ganz klar, aber man redet auch drüber. Man redet über die Kinder, was gibt es heute zu essen, wo fahren wir hin in Urlaub und was machen wir als Nächstes. Man weiß Dinge und trotzdem redet man darüber. So ähnlich kommt einem das atmosphärisch vor. Jetzt kommt der zweite Teil und jetzt wird es spannend, weil jetzt geht es auch schon um uns. Und das ist das Gebet von Jesus für seine Jünger. Für seine Freunde. Das waren damals natürlich die 12 Apostel minus eins, ja, über den spricht er da auch. Und er beginnt so, im 6. Vers geht das los. Und er sagt, du hast mir Menschen aus der Welt gegeben. Die waren in der Welt, die waren verloren, die waren unter der Herrschaft der Finsternis. Du hast sie mir aus der Welt gegeben. Und denen habe ich dann etwas getan. Ich habe ihnen deinen Namen, den Namen Vater, geoffenbart. Und ihr Lieben, was ist der Name von Gott im Neuen Testament? Welchen Namen hat Jesus seinen Jüngern geoffenbart? Welchen Namen hat er gesagt, ist der wichtigste Name überhaupt? Ist der Name Vater. Gott heißt Papa, Abba, geliebter Papa. Denkst du dran jeden Tag, dass Gott und sein Name Abba lautet, dass er geliebter Vater heißt? Dass die Adresse in deinem Gebet der geliebte Papa ist? Und was heißt Vater? Vater ist im damaligen hebräischen Denken der Fürsorger, das Haupt der Familie, der Saat, wo es lang gibt, der uns Führung gibt, der uns beschützt, der uns versorgt, der uns kleidet, der uns das gibt, was wir im Alltag brauchen, der uns segnet. Der Segen des Vaters war ganz arg wichtig damals und heute noch genauso. Der Vater kam mit seiner Weisheit und hat den Jungen gezeigt, wie das Leben funktioniert. Er hat ihnen Dinge beigebracht, damit sie das Leben lernen. Das ist ein Papa, das Haupt der Familie. Und Jesus sagt, Papa, ich habe das Wichtigste getan, was ich konnte in Bezug auf dich. Ich habe ihnen gesagt, wer du bist. Du bist Vater. Du bist der beste Daddy auf der ganzen Welt. Können wir dazu einen Amen sagen heute Morgen? Er ist der beste Vater auf der ganzen Welt. Und sagt, das war meine Aufgabe. Und dann sind diese Jungs, die aus der Welt mir gegeben worden sind von dir, die sind zum Glauben gekommen. Und jetzt kommt was Wichtiges. Das finde ich sehr interessant. Jesus sagt zu seinem Vater in diesem Gebet, was das Kennzeichen seiner echten Jünger ist. Also die, die ihm wirklich nachfolgen. Was würdest du sagen, ist das Kennzeichen all derer, die ihm wirklich nachfolgen, die seine Freunde sind? Ich lese es uns vor. Jesus sagt, sie, das ist ihr Kennzeichen, haben dein Wort bewahrt. Sie haben das, was Jesus gesagt hat, was der Vater gesagt hat, in ihrem Herzen bewahrt und umgesetzt. Das ist genau, was Jesus auch gesagt hat, schon früher im Johannesevangelium Kapitel 8, hat gesagt, das sind die wahren Jünger, die in meinem Wort bleiben, die werden die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird sie frei machen. Die wahren Jünger halten sich an das Wort Gottes. Und ihr Lieben, daran erkennt ihr auch heute die wahren Jünger und die falschen Jünger.
die alles dekonstruieren, die alles in Zweifel ziehen, die das Wort Gottes entmythologisieren, das sind keine wahren Jünger von Jesus. Denn die wahren Jünger, sagt Jesus selber zu seinem Vater, sind die, die das Wort Gottes bewahren in ihren Herzen. Und sie haben erkannt, dass alles, was Jesus ausmachte, vom Vater kam und die Worte, die er ihnen gegeben hat und die Vollmacht und die Sendung und die Beauftragung, alles, was Jesus auf der Erde vollbracht hat, war ihm von Gott, dem Vater, geschenkt. Mit anderen Worten, sie haben erkannt, Gott, der Vater, ist die Quelle von allem Guten. Selbst Jesus konnte nichts tun, hatte keine Vollmacht, keine Autorität, hatte keine Wunderkraft, konnte keine Heilungen vollbringen, ohne den Vater, der ihm alles gegeben hat. Eine der ganz großen Erkenntnisse seiner Jünger war, sie blieben in seinem Wort und sie haben erkannt, dass alles, was Jesus hatte, vom Vater kam. Und das ist ganz, ganz wichtig, das scheint mir auch für unsere Zeit wieder ganz neu wichtig zu sein, auch für unsere Abhängigkeit von Gott, dass wir erkennen, alles, was Jesus konnte und tat und gemacht hat und geredet hat, kam durch die Inspiration des Vaters. Er selber sagte ja, ich kann nichts tun, ohne dass ich es nicht vorher beim Vater gesehen habe. Und ihr Lieben, genauso funktioniert unser Leben. Wir müssen eine Vorstellung haben, eine Vision entwickeln von dem, was Gott, der Vater, durch uns, mit uns und in uns tun möchte. Können wir dazu was sagen? Ja, ist ganz wichtig. Und das drückt Jesus in diesem Gebet aus. Und die Worte habe ich dir ihnen gegeben, die du mir gegeben hast, die Vollmacht, die Sendung, die Beauftragung. Und sie haben es voll im Glauben angenommen, dass das alles von dir kommt, dass du, Vater, die Quelle bist. Also für Jesus war der Vater permanent und immer die Quelle für alles, was er an Tun, an Worten, an Kraftwirkungen vollbringen konnte. Und jetzt kommt die erste Fürbitte für seine Jünger. Und er sagt, die erste Fürbitte beginnt so, ja, er sagt, ich bete nicht für die Welt. Sagt, okay, ich bete nicht für die Welt, ich bete für meine Freunde, für meine Jünger. Und drei Dinge nennt er, warum er das tut. Und das finde ich sehr spannend. Drei Dinge, warum Jesus für seine Freunde Fürbitte tut. Erstens, weil sie dem Vater gehören. Und alles, was dem Vater gehört, gehört ihm. Und was ihm gehört, gehört dem Vater. Mit anderen Worten, seine Jünger, sagt er, für die bete ich, Vater, weil die gehören dir und die gehören mir. Und wir beten zusammen für die, die uns gehören, die zu uns und zu unserer Familie gehören. Das hat mich berührt. Jesus betet für dich und für mich, weil wir zu seiner Familie gehören, weil wir ihm gehören. Wow, wir sind sein Eigentum. Du bist sein Eigentum. Wow. Das zweite, warum er für dich betet und für seine Freunde, weil ich in ihnen verherrlicht bin, schön gemacht bin. Ihr Lieben, es ist so etwas unglaublich Schönes, dass Jesus durch uns und in uns verherrlicht wird. Wir sind die Werkzeuge, wir als seine Jünger und Jüngerinnen sind seine Werkzeuge, ihn schön zu machen in dieser Welt, ihn zu verherrlichen. Verherrlichen heißt, seinen Ruhm vergrößern, seine Schönheit erklären, seine Liebe allen Menschen weiterzugeben. Ihn groß zu machen, das heißt verherrlichen. Und Jesus sagt, deswegen bete ich für sie, weil die verherrlichen mich. Ja, die müssen fit sein, dass sie ihren Job tun können. Und das Dritte, warum er für uns betet, er sagt, finde ich so interessant, weil die Jungs und Mädels, die sind noch weiter in der Welt. Ich gehe zum Vater in den Himmel. Ich habe jetzt meine Zeit bald hier abgeschlossen auf der Erde. Aber ich bete für sie, weil sie noch einen Job auf der Erde zu tun haben. Und mir ist so, als wenn Gott dir und mir ganz neu heute sagt, hey, ihr habt noch einen Job zu tun. Ich sitze zu Rechten des Vaters heute auf dem Thron und ich bete für euch, ich trete für euch ein, dass ihr diesen Job richtig gut machen könnt. So, das sind die drei, warum Jesus diese Fürbitte tut. Und jetzt kommt die Fürbitte, der Inhalt. Das sind fünf Dinge, für die er betet. Es ist, Achtung, interessant, fünf Dinge, für die Jesus für seine Jünger betet. Erstens, bewahre sie in deinem Namen. Das heißt, bewahre sie in der Beziehung zum Vater. Name von Gott ist Vater. Bewahre sie in dieser Abhängigkeit vom Vater. Bewahre sie in der Familie. Erhalte sie in der persönlichen Beziehung zu Daddy, zu der Liebe des Vaters. Zweitens, lass sie so eins sein, wie Jesus
und der Vater eins sind. So wie wir, Papa, du und ich, wie wir eins sind, sagt Jesus im Gebet, so bete ich, dass die untereinander eins sind. Ihr Lieben, das zeigt mir, es darf nichts zwischen uns kommen, auch nichts zwischen Kirchen, nichts zwischen Brüdern und Schwestern, weil das ist das Hauptgebet, die Hauptfürbitte von Jesus, dass wir untereinander eins sind. Interessant ist, dass Jesus nicht sagt, ich bete, dass sie eins werden, sondern dass sie einfach eins sind, weil dazu sind wir bestimmt. Wir sind fähig, eins zu sein. Du bist zur Einheit bestimmt. Du musst nicht eins werden, sondern du musst die Einheit, die Gott schon erworben hat, erhalten. Wir müssen in ihr bleiben. Das ist ganz entscheidend. Drittens, das dritte Anliegen, sie sollen die Freunde von Jesus, die Freude von Jesus zu 100% in sich haben. Ich sage, ehrlich, Jesus, das hast du vom Vater für uns, für die Jünger gebetet, ja, dass seine Freude zu 100%, das heißt völlig, in uns ist. Jesus möchte dich happy haben. Halleluja. Er hat gebetet, Vater, ich möchte, dass alle meine Freunde, meine Nachfolger, meine Jünger und Jüngerinnen, dass sie die volle Freude haben. Danke. Das ist irgendwie, was für ein schönes Bild auch von Gott. Er ist der Gott unserer Jubelfreude. Vor seinem Angesicht ist die Freude in Fülle und Lieblichkeiten in seiner Rechten immer da. Das Reich Gottes ist Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Ohne Freude kein Reich Gottes, kein Heiliger Geist. Der Geist Gottes ist ein Geist der Jubelfreude. Jesus war gesalbt mit dem Öl der Freude wie kein anderer seiner Genossen. So die Bibel ist voller Freude. Freut euch im Herrn und allemal sage ich euch, freut euch. Ja, du findest es an so vielen Stellen der Heiligen Schrift. Und dafür betet Jesus. Ja, dass wir uns freuen. Das vierte, sie sollen nicht aus der Welt genommen werden, obwohl die Welt sie hasst. Ja, die Welt mag die Jünger von Jesus nicht, sagt er ganz offen hier im Gebet zu seinem Vater. Aber ich will nicht, dass du sie aus der Welt rausnimmst, sondern, jetzt kommt was ganz Wichtiges, dass sie bewahrt werden von dem Bösen. Das kennen wir doch irgendwoher. Aus dem Vaterunser. Das ist ein Vaterunser am Schluss. Ja? Und erlöse uns von dem Bösen. Das steht im Griechischen, kann man auch übersetzen, bewahre uns vor der Versuchung, vor dem Bösen. Genau das betet Jesus hier zum Vater im hohenpriesterlichen Gebet für seine Jünger. Genau, nimm sie nicht aus der Welt raus, die haben noch einen Job zu tun. Aber bewahre sie vor dem Bösen. Der Teufel darf nicht an sie ran. Und so sollten wir auch füreinander beten. Ja? Der Teufel darf nicht an dich ran. Bitte sag ein lautes Amen. Ja. Das heißt, beschützt sein vor allem Negativen, vor allen Angriffen und allen Finessen der Finsternis. Und das fünfte Anliegen, sie sollen geheiligt werden durch die Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Geheiligt sein heißt ausgesondert, ganz besonders gemacht, speziell gemacht durch die Wahrheit. Und wenn wir die fünf Dinge uns nochmal vergegenwärtigen, ja, bewahre sie in deinem Namen, lass sie eins sein. Drittens, lass sie die Freude in Fülle erleben. Sie sollen bewahrt sein vor dem Bösen, obwohl sie in einer schwierigen Welt leben. Und fünftens, sie sollen geheiligt sein, ausgesondert für Gott durch Wahrheit. Und was ist Wahrheit? Sein Wort ist die Wahrheit. Viele diskutieren heute über die Wahrheit, aber ihr Lieben, Jesus sagt ganz klar, mein Wort ist die Wahrheit. Halt dich an mein Wort und du wirst geheiligt sein. Für Gott, ausgesondert für ihn. So, das sind die fünf Anliegen, die er betet. Und damit ist der zweite Teil des hohenpriesterlichen Gebetes abgeschlossen. Und jetzt kommt der dritte Teil. Und der ist so spannend, weil es da um dich und um mich ganz konkret geht. Nicht nur als Jünger, sondern, die waren ja schon vor 2000 Jahren da, sondern auch für alle Gläubigen der Zukunft, die jetzt leben und die noch kommen werden. Jesus sagt, jetzt kommt der dritte Teil und der dritte Teil beginnt ab dem 20. Vers, wenn du mitlesen möchtest. Und das ist das Gebet für alle Glaubenden. Und Jesus sagt, dass er nicht nur für seine Jünger betet, sondern für alle, die durch ihr Wort an ihn glauben werden. Also das musst du dir so vorstellen, die mal mit ihrem Bekenntnis, Worte aussprechen, sind ja auch Bekenntnisse, die mit ihrem Bekenntnis sich zu Jesus stellen werden und ihm glauben werden. Für die betet Jesus.
habe ich gedacht, wie wichtig ist dein Bekenntnis und mein Bekenntnis? Wie wichtig ist, dass wir unseren Glauben aussprechen, unseren Glauben bekennen, die durch ihr Wort an mich glauben. Glaube hat immer mit dem Sprechen zu tun, mit dem Bekennen zu tun, mit dem Aussprechen der Wahrheiten Gottes, denen wir vertrauen. Und ich möchte dich so ermutigen, ich möchte mich so ermutigen, dass wir das aussprechen und bekennen, was Gott in seinem Wort über uns sagt, über Gott sagt, über die Zukunft der Welt sagt, dass wir das aussprechen und bekennen. Es hat unglaubliche Power. Und jetzt kommt dieses erste Anliegen für uns. Und ob ihr es glaubt oder nicht, das ist ganz spannend, es ist das gleiche Anliegen, wie er schon für seine Jünger damals vor 2000 Jahren gebetet hat. Genau das gleiche Anliegen. Das muss so wichtig und so bedeutend sein, dass es sowohl für die Jünger damals wie auch für alle Glaubenden der Zukunft, also auch heute, gilt. Das erste Anliegen ist, ich bete, dass sie alle eins seien. Nicht eins werden, sondern eins sind. Einheit leben, Einheit praktizieren, eins miteinander sind. Dass sie nicht miteinander streiten, dass sie nicht sich gegenseitig die Haare ausreißen, dass sie sich gegenseitig beißen, fressen und verschlingen, wie es der Apostel Paulus mal sagt. Dass sie nicht miteinander Zoff haben in der Ehe und Familie und in der Gemeinde und an der Arbeitsstelle, sondern dass sie eins sind, Brüderlein und Schwesterlein, dass sie wie ein Mann zusammen in Einheit sind, so wie der Vater und Jesus eins sind. Und das ist ein hoher Level, ja, dass ihre Herzen in Einheit miteinander verschmolzen sind. Und jetzt sagt Jesus, warum das so wichtig ist. Jetzt sagt er, warum dieses Anliegen der Einheit von Brüdern und Schwestern miteinander, nicht nur in einer Kirche, sondern auch über die Kirchengrenzen hinaus, warum das so wichtig ist. Er sagt, damit die Welt glaubt, dass Gott, der Vater Jesus, in die Welt gesandt hat. Damit die Welt glauben kann, ist es notwendig, dass ihr Einheit lebt, dass ihr eins seid. Nicht eins werdet, sondern eins seid. Dafür hat Jesus gebetet. Und in dem Moment, wo die Welt sieht, das sind Leute auf Dauer in Liebe miteinander verbunden und sind total vereint im Glauben und glauben die gleiche Sache, vertrauen dem gleichen König und Herrn und Messias. In dem Moment ist der Weg gebahnt für die Herzen der Menschen in der Welt, dass sie zum Glauben an Jesus kommen können. Und wo Brüder und Schwestern nicht in Einheit zusammen sind, ihr Lieben, deswegen ist das der Hauptangriff des Teufels, ja, Knatsch zu bringen und Streit und Neid und Eifersucht und was es alles gibt. Weil er weiß, in dem Moment, wo eine Kirche, wo das Volk Gottes in Deutschland eins ist, in dem Moment kommt Deutschland zum Glauben. Vielleicht kann jemand Amen sagen, ja? Und genau dafür hat Jesus gebetet, für diese Einheit. Und was meint ihr, was wir gleich tun werden? Ja, wir werden beten für die Einheit, dass das Volk Gottes Einheit lebt. Die Welt soll glauben, dass Gott, der Vater Jesus, in diese Welt gesandt hat. Und jetzt sagt er was Interessantes zu seinem Daddy in diesem Gebet. Und er sagt, dafür hat uns Gott, der Vater, hat uns Jesus seine Herrlichkeit gegeben. Den Heiligen Geist, ja. Die Herrlichkeit ist die ganze Fülle dessen, was der Heilige Geist, der Geist der Herrlichkeit uns geben kann. An Kraft und an Salbung und an Freude und an Schönheit des Himmels und an Ausstrahlungskraft und an Worship. All das gibt uns der Heilige Geist. Dafür hat uns Jesus seine Herrlichkeit gegeben. Dafür hat er uns seinen Heiligen Geist gegeben, seine Power, damit wir Einheit leben. Das haben ganz viele Christen noch gar nicht kapiert. Er hat uns den Heiligen Geist gegeben, damit wir Einheit leben, damit wir einander lieben, einander höher achten als uns selber, dass wir füreinander da sind, einander dienen, füreinander in den Riss treten, füreinander beten, einander stärken, mutigen, ertrösten. Dass das passiert, dazu hat er uns den Heiligen Geist gegeben, damit Einheit überhaupt möglich ist zu leben. Und ihr Lieben, genau das ist das große Ziel. Dadurch wird die Welt zum Glauben kommen. Und dann gibt es noch einen zweiten Grund, warum Jesus für die, die an ihn glauben werden, betet. Also für uns einen zweiten Grund. Und ich liebe diesen Grund. Und er sagt, damit die Welt erkennt, dass der Vater die Glaubenden so liebt, wie er Jesus, seinen eigenen Sohn, lieb hat. Ohne Unterschied. Die Welt soll sehen, dafür bitte ich,
dass der Vater im Himmel uns unfassbar lieb hat, nämlich genauso wie er Jesus lieb hat, ohne einen Unterschied. Heute Morgen möchte ich dir sagen, ganz neu, möchte ich mir sagen, ganz neu, du bist von Gott, dem Vater, geliebt mit der gleichen Liebe, mit der gleichen Intensität und Leidenschaft, wie der Vater Jesus liebt. Wer hat der Vater Jesus geliebt? Hat gesagt, das ist mein geliebter Sohn. An dem habe ich meine Freude, mein Wohlgefallen. Und das sagt er dir heute Morgen. Mit der gleichen Liebe liebe ich dich. Mit dem gleichen Herzschlag mag ich dich. Ich mag dich so sehr. Und das berührt mich. Ja, das ist der zweite Grund, warum Jesus diese Fürbitte für die künftig Gläubigen tut. Weil die gleiche Liebe soll sich manifestieren in dir und in meinem Herzen. Dieses zweite Anliegen, Vater, ich will, dass die du mir gegeben hast, mich bei mir sind. Dass sie bei mir einmal sind, genauso wie ich mit deiner Herrlichkeit beschenkt worden bin, als ich bei dir war. Sie sollen meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Gott gibt seine Herrlichkeit denen, die er liebt. Und Jesu Herzschlag war es, wenn ich mal weg bin hier von der Erde und in der Herrlichkeit bei Gott bin, ich möchte, dass alle, die an mich glauben, auch in der Zukunft, dass sie alle bei mir sein werden und die Herrlichkeit des Himmels sehen, wo es kein Leid, kein Schmerz, kein Tod, keine Dämonen mehr gibt, nichts mehr. Die Fülle dieser Herrlichkeit Gottes, die sollen alle die sehen können, die an mich glauben. Das spricht ja vom ewigen Leben, von der ewigen Herrlichkeit. Wir können es auch für hier auslegen. Ja, sagen, wo immer ich mich bewege, ja, wo immer ich etwas tue hier auf der Erde, das sollen auch meine Freunde sein. Sollen die, die an mich glauben, sollen auch irgendwo teilhaben. Sollen sie partizipieren können an meiner Herrlichkeit. Gerechter Vater, und jetzt sagt er drei Statements zum Schluss. Die Welt hat dich nicht erkannt. Ich, Jesus, zweitens, ich habe dich erkannt. Und drittens, die Gläubigen, die an dich glauben, die haben dich auch erkannt, dass du mich gesandt hast. Mit anderen Worten, dass du mir ein apostolisches Mandat gegeben hast, das heißt Sendung. Und dass ich der von dir gegebene und gesetzte Apostel bin für die ganze Welt, Jesus Christus, der Apostel unseres Bekenntnisses. Und ich habe ihnen deinen Namen, Vater, und so schließt er das Gebet. Ich habe ihnen deinen Namen, Papa, kundgetan, all den Glaubenden. Und ich werde ihn auch zukünftig kundtun. Damit die Liebe, womit du mich geliebt hast, in ihnen drin ist. Das ist der Abschluss dieses gigantischen, hohen priesterlichen Gebetes. Jesus sagt mit anderen Worten, ich will unbedingt, Papa, das ist mein größtes Anliegen, dass in jedem meiner Freunde, meiner Glaubenden, auch in Zukunft, die 2000 Jahre später in Stuttgart wohnen werden oder in München oder in Berlin oder wo immer du wohnst, dass die gleiche Liebe, mit der du, Vater, mich geliebt hast, in ihnen drin ist. Und diese Liebe wird den Unterschied machen in dieser Welt. Das sind die letzten Worte, die uns überliefert sind vom hohen priesterlichen Gebet, bevor Jesus nach Gethsemane geht, bevor er gefangen wird, bevor all das Leiden und all die Schmerzen auf ihn warten. Dein letzter Gedanke, der uns von Johannes überliefert ist, bist du. Ist die Liebe des Vaters in deinem Herzen. Und das berührt mich sehr. Das war ich. Das sind wir. Und ich danke Gott, ich danke ihm von ganzem Herzen für dieses herrliche Gebet.